Paid, Owned und Earned Media. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IRE Morgenstern, Website-Marketing.ch. Sie haben sicher die drei Begriffe schon gehört, Paid Media, Owned Media und Earned Media. Um was geht es da ganz genau? Das schauen wir anhand einer Grafik an, die ich mir aus dem Internet gezogen habe. Links startet das Ganze mit Paid Media. Da geht es ganz klar darum, dass ich Geld ausgebe für das Ausstrahlen meiner Marketingmöglichkeiten, also beispielsweise Print, TV, vielleicht dann im größten Stil Radio, Magazine, aber da bezahle ich für Inserate, auch für Banner. Wir haben da SEM, also AdWords drin, auch da bezahle ich dafür. Das sind Medien, für die ich bezahle, die ich also nicht kriege, die ich auch nicht selber mache, sondern die irgendwo laufen, die irgendwo stattfinden und wo ich mich einkaufen muss. Damit erreiche ich meistens auch Leute, die ich nicht kenne. Kann natürlich schon sein, dass ich in der Customer Journey da auch mal einen dabei habe, der schon mal auf einer Webseite war beispielsweise, den ich dann mit Banner oder auch mit AdWords oder ja, beispielsweise auch SEO wieder zurückholen kann. Aber grundsätzlich spreche ich hier die fremden Leute an. Dann haben wir Owned Media, das sind meine eigenen Medien, das sind also beispielsweise Broschüren, Flyers können das sein, das ist meine eigene Webseite und das sind meine ganzen Social-Auftritte, das können Apps sein, das kann aber auch in einem Store drin, wie wir es hier haben, irgendwelche Stellwände sein und so weiter. Da geht es also darum, dass ich meine eigenen Medien produziere, dass ich die dann beispielsweise meinen Kunden zur Verfügung stelle, Newsletter, ganz klar auch, dass ich die Kunden damit erreiche. Da geht es um Owned, da spreche ich Leute an, die ich eher schon kenne, die vielleicht schon Kunden sind, meistens wahrscheinlich eher noch Kontakte und noch keine Kunden. Und dann, was Earned ist, das ist dann eigentlich das Schöne, das ist das, was jeder möchte. Da geht es darum, dass ich Mouth of Mouth, also dass von mir weitererzählt wird, Mund-zu-Mund-Propaganda betrieben wird. Dafür bezahle ich dann nichts. Das ist dann quasi der Lohn der ersten beiden Bereiche. Für das, was ich zahle, für das, was ich selber produziere, kostet natürlich auch etwas im Owned-Bereich. Aber Earned, das funktioniert dann automatisch. Meine YouTube-Videos, die beispielsweise geshared werden, Facebook-Posts, die geliked werden und so weiter, Blogs, die sehr gut funktionieren. Da habe ich dann meine Fans, meine Multiplikatoren, die sich da tummeln. Und das ist genau das, was natürlich jeder möchte. Bei Paid starten und macht man sowieso und dann eben auf Earned switcht. Das muss dann funktionieren. Wenn das nicht kommt, also wenn der unbezahlte Teil nicht funktioniert, wird es natürlich hart und kostet einfach viel mehr Geld. Sprich, schauen Sie sich das Ganze mal bei sich an. Passiert der Earned-Teil überhaupt? Wenn nicht, dann ist das Potenzial da wahrscheinlich ziemlich groß und man müsste sich mal überlegen, ob man die Strategie in den ersten beiden Bereichen ändert, denn das sollte passieren. Denn wenn ich beispielsweise keine Inhalte habe, die verteilt, geteilt werden, geliked werden, dann sind die wahrscheinlich nicht so gut und sind es eben dann eben nicht wert. Also, mal überprüfen, Earned, um das geht es hier, Earned Media, ein ganz wichtiger Faktor. Würde mich natürlich interessieren, wie das bei euch läuft. Kommentare, wie immer, Entschuldigung, hier geht es zum Abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Mein Name, Philipp Sauber, ich bin von der INM AG. Sie haben Website-Marketing.ch geschaut.